Hallo Leute und willkommen zurück bei Resident Evil Revelations 2. Ich gehe stark davon aus, dass jetzt gleich der Endkampf kommt. Und deshalb werde ich mich mal ein bisschen vorbereiten. Das geben wir mal eben rüber. Eine Flasche haben wir. Ah, eine haben wir noch. Dann kombinieren wir die mit dem Schießpulver, explosive Flasche. So, jetzt hat sie 4-mal Desinfektionsmittel, 3-mal Verbandmittel. Wir haben 2, da gebe ich ihr nochmal 1 rüber. So, das hier werden wir sowieso nicht gebrauchen können. Ich glaube, mit Munition sieht es nicht so gut aus, ne? Für einen Endkampf. 2 davon, die habe ich gerade noch gefunden, weil ich ja wieder vom letzten Speicherpunkt anfangen musste. Oh, Alte, quatsch mich doch hier nicht voll. Ich glaube, es sieht wirklich nicht allzu gut aus. Ich meine, fürs normale Weiterspielen wird es wahrscheinlich reichen an Muni, aber für einen Endkampf, ich weiß ja nicht. Aber gut, wir werden sehen. Rauchflasche, explosive Flasche, okay. Oh, dieses Lied. Oh ja, Speicherpunkt. Na gut, dann wollen wir mal. Ich kann dich noch vernichten. Ich muss dich vernichten. Besiegen Sie Alex. Besiegen Sie Alex. Ja, wo ist Alex denn jetzt? Die ist irgendwo in den Schacht gekrabbelt. Oh Mann. Ah, hier liegt noch Munition. Das ist nett. Vielen Dank. Hier auch noch. Okay, wahrscheinlich würde ich auch mit Natalia noch ein bisschen was finden, ne? Könnte ich mir jetzt vorstellen... Ah, hier. Moment, da war doch was. Aber ich habe halt voll Schiss, dass sie hier gleich irgendwie rausspringt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, mit Natalia hier alles abzusuchen. Aber nun gut. Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Vor allem... Bist du? Warum hassen Sie sie so sehr? Wo ist denn die? Nee, komm, das ist mir hier echt... Oh. Wow, da ist sie. Hallöchen. Wow. Wow. Diese Frame-Drops gerade sind aber mies. Oh, ich bin ein bisschen blind. Kann es sein? Das ist natürlich nicht so cool. Wow. Interessiert sie das überhaupt? Auf jeden Fall sind die Schreie echt
Ekelhaft. Wow. Sie hatte doch... Genau, da hat sie doch die anfällige Stelle. Da fuck! Du wirst sterben! Was ist der Talia? Ich schieße dir in den Hintern! Ich sollte mal wegrennen. Ich war mir so sicher. Barry, du musst dich nicht unbedingt hinknien. Und ich lehne dich ab. Aber sie greift mich gar nicht so wirklich an, ne? Sie ist wirklich eher auf Natalia fixiert. Wow. Wow. Barry? Ah, da. Komm, dreh dich um. Dreh dich um, du ekelhaftes Vieh. Verdammt, wo ist sie hin? Okay, jetzt... Wow. Shit. Shit. Das war nicht gut. Habe ich irgendwie Zeit, mich hier noch ein bisschen umzuschauen? Altes Ekelvieh. Ich sollte die Rede sein, nicht du! Oh oh. Kotzen sie da jetzt runter? Im letzten Moment. Wow! Ich will die Stelle treffen, aber das ist gar nicht... Ah, jetzt habe ich sie einmal. Ja. Ist hier ein bisschen... Barry? Ja, sehr gut. Oh, oh. Konzentrier dich mal auf Natalia. Wo ist Natalia eigentlich? Oha, da hinten. Oh, oh. Alles Falsche muss sterben. Nur ich bin echt. Ja, nur du bist echt, alles klar. Verbandmittel. Stein. Ich laufe mal eben kurz hier oben hin. Ich meine, wenn sie eh die ganze Zeit mit Natalia beschäftigt ist, dann kann ich hier noch ein bisschen Mackenmuni einsammeln. Ah, das war's. Na geil. Bist du? Da hinten, okay. Oh. Ja, Mann. Okay, den nächsten Schuss sparen wir uns auf. Hier muss doch noch irgendwo Sturmgewehrmuni liegen, oder? Das wäre echt schön. Nee, anscheinend nicht. Ja, komm mal her, du Ekelvieh. Wow. Nein. Echt gut gemacht. Ah, sehr gut. Die hat mir schon was gegeben. Das ist sehr nett von dir. Barry, du musst dich denn nicht immer hinhocken. So, 3 Schuss für die Magnum. Geil. Das Gewehr schon mal eben nachladen? Shit! Mann! Seien Sie einfach still! Ist sie? Ach, da oben. Es ist wieder zu spät. Da oben. Ja, Mann. Getroffen. So, ein Schuss noch mit dem Gewehr. Ach, da oben wieder. Gut, ist jetzt wahrscheinlich zu spät, ne? Nur du allein bist die einzig wahre. Gut, jetzt haben wir noch 3 Schuss mit der Magnum. Ich denke aber, so bringt es... Wow, nicht viel. Wir müssen natürlich die Stelle treffen, ne? Oh,
Geil. Jo, das war's. Das war's. Natalia hat auch nichts mehr. Ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen mit ihr rumlaufen, in der Hoffnung, hier noch was zu finden. Da. Pistole 5. Blöd ist nur, dass die hinter mir her ist, ne? Komm schon. Sturmgewehr 8. Ist klar. Magnum. Hier ging es hoch. Müssen wir halt gleich nur einen guten Moment abpassen, wenn sie wieder oben ist, dass wir Barry das alles schnell rübergeben können. Schon. Pistole 5. Das war's. Rübergeben, rübergeben, rübergeben. Ja. Heil dich mal bitte. Sehr gut. Laden wir die Pistole nach. Kommt man nicht irgendwie da oben hin, dass man die Leiter runterlassen kann? Muss ich hier vielleicht was ganz anderes machen? Ich gehe wieder da unten hin. Ah, hier. Nee. Nee, doch nicht. Ich gehe erstmal wieder hier hin. Hier habe ich genug Platz, um auszuweichen und kann alles oh, recht gut sehen. So viel zum Thema Sehen. Echt gut gemacht. Ja, dankeschön. Boah, das ist echt... Das ist echt mal ätzend. Ja, 8 Schuss bekommen und erstmal alles verballert. Achso, dafür habe ich gar nichts. Bist du Mistvieh? Gut, das bringt so echt nicht viel, ne? Lass doch mal deinen blöden Rauch hier. Das ist echt. Oh. Was macht sie? Ist sie tot? Natalia, was machst du? Natalia? Bitte nenn mich Alex. Hm.
Nein! Zwing mich nicht dazu! Zwingen zu was? Barry. Jo, und das war's mit Resident Evil Revelations 2. Was für ein Ende. Oh mein Gott. Ich weiß gerade noch nicht wirklich, was ich davon halten soll. Wir haben natürlich das schlechte Ende bekommen, das war ja schon klar. Das hat sich ja entschieden, als wir mit Moira und Claire gegen Neil gekämpft haben. Da habe ich ja, was habe ich da noch gemacht? Ich habe, glaube ich, direkt das Quicktime-Event ausgelöst und das zweite dann nicht mehr. Und dadurch bekommt man jetzt das schlechte Ende. Hätte man das andersrum gemacht, hätte man das gute Ende bekommen. Aber gut, ja, wusste ich ja vorher nicht. Jetzt haben wir das schlechte Ende. Und ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich bin eigentlich immer ein Freund von guten Enden. Versuche auch immer, diese zu bekommen, wenn ich vorher so in etwa eine Ahnung habe, wie das funktioniert. Jetzt haben wir mal ein schlechtes Ende bekommen. Und es ist... Ich finde es jetzt nicht ganz enttäuschend. Also mir wurde schon geschrieben, dass viele das sehr miserabel finden würden und das schlechteste Ende der Videospielgeschichte. Das finde ich jetzt nicht. Es ist halt einfach ein schlechtes Ende. Es ist auf das hinausgelaufen, was man die ganze Zeit vermutet hat. Nämlich, dass Alex halt in Natalias Körper möchte. Das war das, was man vermutet hat. Das hätte man abwenden können, indem man das gute Ende bekommt. Jetzt hat man halt das schlechte. Ich weiß nicht. Es lässt natürlich einen Raum für eine Fortsetzung, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn Barry Natalia bzw. Alex jetzt am Ende tatsächlich erschossen hätte. Ich glaube, das hätte ich noch besser gefunden, weil dann hätte das Gute ja trotzdem irgendwie gesiegt. Gut, Natalia, das ist natürlich blöd, ne? Natalia ist jetzt sowieso nicht mehr da. Von daher... Ich weiß nicht, ich hätte es, glaube ich, wirklich besser gefunden, hätte er sie erschossen. Ja, weil dann hätte das Ganze doch noch so was Positives. Jetzt lebt Alex ja trotzdem weiter. Aber vielleicht ist das auch genau die Absicht von den Entwicklern. Einfach aus dem Grund, damit man nochmal irgendwann eine Fortsetzung bringen kann. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass man sagt, dieses hier ist das wahre Ende. Einfach aus dem Grund, weil es ja die... bei dem Kampf mit Neil die intuitive Entscheidung ist, die man trifft. Also man kriegt ein Quicktime-Event angezeigt und jeder Spieler geht davon aus, okay, wenn da eine Taste aufleuchtet, dann muss ich die drücken. Da sagt ja keiner, oh nee, ich drück mal die Taste nicht und guck, was passiert. Da geht ja keiner von aus. Man denkt ja, okay, ich muss die Taste drücken, das ist der richtige Weg und ja, dann kriegt man ein schlechtes Ende, ne? Aber vielleicht ist es halt genau das, was die Entwickler wollten. Ich weiß es nicht. Ja, sonst... definitiv ein gutes Spiel. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich mochte ja den ersten Revelations-Teil. Ich fand den hier jetzt sogar noch besser. Ja, Moira ist leider verstorben. Aber ich habe es ja schon gesagt. Ich fand es jetzt nicht so traurig. Ich habe mich jetzt nicht so mit ihr identifiziert oder fand sie so super toll. Ja... definitiv ein gutes Spiel. Ich werde noch richtig zur Resident Evil Spielerin, glaube ich. Ich habe jetzt schon so viele Teile gespielt. Mal schauen, vielleicht zocke ich doch noch mal irgendwann die älteren Teile. 2 und 3 und Code Veronica und was es da noch so alles gibt. Mal schauen. Und es gibt ja noch 2 Bonus-Episoden, soweit ich weiß. Die werde ich definitiv noch spielen. Geht dann auch direkt im Anschluss weiter. Also nicht jetzt, sondern morgen dann. Ja... sonst weiß ich gar nicht, was war denn noch so im Spiel? Barry, ja, Barry als Charakter fand ich eigentlich okay, fand ich gut. Claire sowieso, die ist sowieso in Ordnung. Ja, Moira, wie gesagt, ne, war so ein bisschen nervig, aber jetzt auch nicht mega schlimm, aber trotzdem auch vielleicht ein kleines bisschen überflüssig, ich weiß es nicht.
Ja, Alex Wesker, die alte Irre. Unglaublich. Und ich muss sagen, ach ja, stimmt, das wollte ich noch sagen. Das Spiel hatte teilweise wieder sehr gute, gruselige und atmosphärische Momente und Schauplätze. Also jetzt relativ am Ende dieses Haus, diese Villa, das fand ich richtig gut. Weil sowas gefällt mir auch eigentlich viel eher als solche Forschungsstationen oder wie es im ersten Teil war, ein Schiff oder so. Ich mag dann echt total gerne sowas wie ein Haus oder auch ein Wald. Teilweise waren wir auch im Wald oder irgendwelche kleinen Dörfer. Sowas finde ich dann total toll. Und ja, ich glaube, das war's soweit von meinen Gedanken zum Spiel. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und dann lassen wir jetzt noch die Credits durchlaufen und sehen uns dann hoffentlich bei der ersten Bonuskampagne wieder. Ich weiß nicht, wen wir da spielen, was wir da spielen. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, und das gute Ende, wer das sehen möchte, dann schaut euch das bitte auf YouTube an. Also ich werde das nicht mehr zeigen. Einfach aus dem Grund, dann müsste ich ja jetzt das ganze Spiel nochmal machen. Und ich weiß nicht, wie es zeitlich ist, nur um dann eben dieses Ende hochzuladen. Schaut bei anderen Leuten rein. Ich weiß, dass der Bruger auf dem Weg zum guten Ende ist. Ich glaube, ich bin beim Let's Play ein bisschen weiter als er. Also wird es vielleicht so 2-3 Tage noch dauern oder so, bis er dann das Ende hochlädt. Aber ich glaube, der Bruger bekommt definitiv das gute Ende. Also schaut da rein, wenn ihr das sehen möchtet. Und ich verabschiede mich jetzt. Bis dahin. Tschüss. So, erreicht echt oder falsch. Sehr schön, sehr schön. Oh, Chicago Typewriter Armbrust. Figur Alex, Figur Alex Monster. Konzeptart, rotten. Okay, 2000 Bonuspunkte, 1000 Bonuspunkte, 1000 Bonuspunkte. Treffergenauigkeit 75,2, Neuversuche 3. Start 1 Stunde 59. Okay, Rang B. Kann ich jetzt nochmal die Bonuspunkte einsetzen für die... Nein! Okay, Leute, jetzt verabschiede ich mich wirklich von euch. Wir können mal eben kurz reinschauen. Die Prüfung und die kleine Frau. So heißen die Extra-Episoden. Dann werde ich mal schauen, welche davon die erste ist. Wahrscheinlich die Prüfung. Und dann geht es damit weiter. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!